Es ist Tomatenerntezeit und es gibt viele Arten, Tomaten zu verzehren. Am liebsten frisch. Man kann es als Soße einkochen, aber man kann sie auch auf verschiedene Arten fermentieren. Mit erstaunlichen kulinarischen Ergebnissen, die da rauskommen. Bei mir ist wieder der Stefan aus Bayern, Stefan Weigert, Experte, Profi für Fermentationen aller Art. Wir haben schon einige Videos jetzt gemacht und da werden die ganzen Basics erklärt. Wir gehen auf die meisten Sachen jetzt nochmal grob ein, aber schaut euch vor allen Dingen dieses Video hier an. Da erklären wir die ganz wichtigen Sachen, auch worauf ihr achten müsst. Stefan, heute machen wir Tomaten ein. Tomaten, ja, So, und genau. zwar auf zwei verschiedene Arten. Auf welche? Also ich mag es immer sehr gern, ist ein bisschen mittlerweile, glaube ich, schon Mode geworden. Beim Fermentieren Champagner-Tomaten? Oh, wir müssen Champagner da drüber kippen. Nö, Nö. sondern wir nehmen das Prickeln woanders her, eben durch die Milchsäurefermentation. Ja. Wir nehmen einfach kleine Kirschtomaten und die werden angepikst, so ein, zweimal. Und dann kommen die in ein Glas, vielleicht mit einer Das ist so Knoblauchzehe. einfach, während er davon erzählt, mache ich das einfach. Mit einer Knoblauchzehe dazu. Wer will, kann noch andere Kräuter dazugeben oder Basilikum zum Beispiel, das nehme ich immer ganz gern her. Und dann wird es nur mit Salzlake aufgegossen und dann kann man die eigentlich so nach ein, zwei Wochen kann man den schon verzehren und dann kommt dieser Ausdruck Champagner-Tomaten zur Geltung. Man nimmt die dann im Mund und wenn man die dann auf der Zunge zerdrückt, dann gibt es so ein leichtes milchsaures Prickeln. Ja, aber das verschwindet auch irgendwann. Ich mag das nicht so. Für mich ist das immer so ein bisschen, oh, das ist vergoren, obwohl es nicht vergoren schmeckt. Das ist so ein komisches Gefühl im Kopf, wenn irgendwas da prickelt noch. Das Prickeln hört nach einer Zeit auf, oder? Das hört nach einer Zeit auf. Ich mag das immer sehr gerne. Oder es ist immer lustig in einem Salat, wenn Bekannte da sind, gibt man Kirschtomaten dazu und drunter kommen drei, vier so fermentierte Tomaten. Es ist immer lustig, weil diejenigen, der wo sie die dann erwischt, dann erschrickt er meistens immer ein bisschen. Die Tomaten sind jetzt sehr süß. Wenn man die lange, das habe ich auch bei dir gelernt, wenn man süße Sachen fermentiert, je süßer die sind, desto saurer wird es hinterher, richtig? Ja, weil letztendlich der ganze Zucker wird durch die Milchsäurebakterien umgewandelt in Milchsäure. Und wenn das einfach sehr lange, zufällig nur bei relativ hoher Temperatur steht, dann wird letztendlich der ganze Zucker verstoffwechselt zur Säure. Genau, das schaut schon sehr gut aus. Dünne Scheiben. Dünne Scheiben. Das ist jetzt relativ viel Knoblauch, kann man alles reinmachen. Ja, klar tun wir da alles. Und auch der Knoblauch schmeckt nachher sehr gut. Ja. Auch im Salat oder so mag ich das sehr Was wir gerne. jetzt leider nicht haben, ist Basilikum. Ein schöner blühender Basilikumzweig da rein. Glaube ich, das hast du gesagt, das ist auch sehr, Ist für mich sehr. immer ein Mitbringsel bei einer Grillfeier. So Ja. kurze fermentierte Tomaten, daneben so die Blütenstände vom Basilikum und schon hat man ein schönes Mitbringsel, farbig, bunt, wo man auch noch aufessen kann. So, jetzt hast du das abgemessen. Das hatten wir zwar auch schon, um den Salzgehalt zu bestimmen. Das hatten wir zwar schon erklärt in den anderen Videos, aber erklär es gerne nochmal. Genau, wir haben hier wieder 545 Milliliter Glas. Da darf man nicht vergessen, es kommt später noch der Stein rein. Da muss man das Volumen ein bisschen abziehen. Also bringen wir hier circa 450 Milliliter Füllung rein. Ja. Jetzt haben wir da 300 Gramm Tomaten drin. Uns fehlen da noch 150 Milliliter Salzlake. Und wir brauchen dann wieder den Salzgehalt Ja, von 2%. von 2% auf den Glasinhalt, auf die 450 Milliliter. Ja. So, das hast du hier schon mal. Da habe ich schon das Wasser und ich habe jetzt hier 9 Gramm Salz Ja. und das geben wir da jetzt einfach rein. Und dann habe ich das schon in anderen Videos erklärt, machen wir eine schnelle Salzlake Ohne erhitzen. ohne Erhitzen, einfach Zauberstab, Wasser, Salz. Und dann ist das Salz soweit aufgelöst und dann geht es einfach über die Tomaten. Je mehr Videos wir machen, desto sicherer fühle ich mich mit den ganzen Sachen hier. Wenn wir Glück haben, reicht das Wasser noch ein bisschen. Genau. Das ist, Ja, hier ist noch was Salz drin, was ich nicht auf, aber gut, das das ist wird. jetzt nicht so schlimm. Es kann sein, dass es zu viel ist. Ich glaube, es passt gerade. Passt, genau. Und dass das Glas wieder leicht verschließen.
Und am besten, ist schon zu viel? Guck mal bitte. Es wird sowieso rauskommen. Also wenn man was fermentiert, immer da noch in einen Teller stellen, weil der Überdruck drückt einfach ein Lake heraus und es wird da was runterlaufen. Hätten wir es jetzt richtig fest zugemacht, dann hätten wir die Gefahr wirklich, dass der Deckel oder das Glas platzt. Ja, aber so heiße Temperaturen, die Zimmertemperatur und jetzt bei 30 Grad, kann es sein, dass das irgendwann platzt. Wann fängt das an zu Blasen zu bilden? Zu, wenn alles gut geht, heute Abend noch. Okay. Das war einfach. Und das muss, wann sagtest du, wann, ab wann kann man das essen? Wann dieses Prickeln ist? Lass die eine Woche, vielleicht zwei Wochen mehr, länger lasse ich die nicht stehen. Oder dann in den Kühlschrank stellen. Aha. Im Winter halt ein bisschen, aber gut, da hat man doch keine Tomaten. Genau. Oder man nimmt sie zum Kochen. Ja. In einem Jahr kann man die auch zum Kochen benutzen. Mhm. Also das funktioniert auch sehr gut. Da ist aber das Prickeln dann weg. Da ist das Prickeln weg und die Tomaten werden noch saurer. Okay. Und jetzt kommt das Zweite. Jetzt machen wir ein Tomatenwasser, ein fermentiertes. Du hast es mir zum Probieren gegeben. Es war total lecker. Was machst du damit? Also das sind, ich habe hier schon ein fertiges. Und das sind letztendlich zerstampfte Tomaten. Mhm. In dem Fall auch mit Knoblauch und Basilikum oder andere Kräuter. Man könnte auch noch Chili reinmachen. Wieder 2% Salz. Dann alles mit einem Kartoffelstampfer in der Schüssel zerstampfen. Zum Beispiel. Und dann wird es in ein Glas abgefüllt. Leg wieder ein Gewicht drauf und dann so nach einem halben Jahr setzt sich die Pulpe, sagt man da, unten ab, das Gewebe. Und oben entsteht der klare Tomatensaft. Okay. Und so nach einem halben Jahr... Oder ja, also ich bereite es immer letztes Jahr für dieses Jahr vor. Okay, man muss Geduld haben. Ja, ich habe mittlerweile mehrere Gläser. Mhm. Benütze ich das für jegliches Tomatengericht. Ich mache auch den Tomatensalat an damit. Also wie eine Art Milchsäureessig. Oder ist ein Milchsäureessig. Und du hast mir gezeigt, das Video Honigfermentation, das haben wir ja auch gemacht. Du hast Honigtomaten und du mischst das. Dann hast du saure und süße Anteile. Beides genau. Fermentiert und das gibt dann eine total voll... mundige Soße, die total ausgewogen ist. Natürlich, wenn man für sich das richtige Mischungsverhältnis findet. Genau, das müssen wir rausfinden. So, Stefan, wie viel brauchen wir jetzt? Wir wollen ja hier wieder so ein Glas voll machen. Klar, man könnte auch größere nehmen, aber zum Testen finde ich die kleinen halt super. Also ich würde den Strunk einfach rausschneiden und dann legen wir das da in die Waagschale, dass wir wieder unsere 400 Gramm ungefähr zusammenbringen. Und dann geben wir das in diese Schüssel und füllen wir dann unser Salz dazu. Und dann stampfen wir es. Und dann stampfen wir das einfach durch, füllen ins Glas ab. Und das war's dann eigentlich schon. Okay. Wieder Gewicht drauf. Und dann schaut das relativ gut aus. Die Tomaten hier gerade bei Marcel in der Gartenoase geerntet und ja... gerade ganz viele Sorten reif. Falls ihr mal in der Nähe von Köln seid, Frechen, kommt auf jeden Fall mal in die... kleine Stück noch, halbe vielleicht. In die Gartenoase, weil das lohnt sich. Ja, guck mal, fast 450 noch ein kleines. Ja. So. Genau. Und die probieren wir gleich so. Dann am besten in kleine Stücke vielleicht schneiden, geht stampfendeich. Okay. Ich schäle da noch mehr Knoblauchzehe. Knoblauch nach Bedarf, aber wir benutzen bestimmt eine große Zehe, oder? Ich kann auch zwei nehmen. Du, wir können auch zwei nehmen, okay. Dann haben wir nämlich Knoblauch-Tomatenwasser fermentiert. Einfach ein bisschen klein schneiden auch. Man könnte das ganze Zeug doch jetzt auch in pürieren, wenn man so ein Gerät hat, oder? Oder ist das zu viel? Ja, man legt nachher einen Stein drauf. Es ist einfach schöner, weil sich der Saft viel besser von dem Gewebe trennt. Wann? Wenn man es so macht hier? Ja, weil es einfach stückiger ist. Das Gewebe bleibt größer. Okay. Wenn man es richtig püriert, hat man einfach einen Brei. Okay. Es ist nachher einfach leichter abzufiltern. Muss man alles wissen. Und das Abgefilterte muss man jetzt nicht unbedingt wegschmeißen. Ich streiche das oft, also wenn das abgepresst oder abgefiltert wird, das was übrig bleibt, streiche ich dann auf eine Matte und lege es in den Dörrapparat. Mhm. Wie so ein Fruchtbrot ähnlich. Wie ein Fruchtbrot und dann kann man es trocknen und so essen. Weißt du, was ich damit machen würde? Hast mir gestern mal zu probieren gegeben. Ich würde ein paar davon in die Nudelsauce machen, einfach um die Säurekomponente noch rauszuarbeiten. Also gar nicht wegschmeißen auf jeden Fall. Also den
Ein bisschen klein schneiden, genau. Weil es ist meistens immer schade, wenn man den Rest wegschmeißt. Man macht sich so viel Arbeit. Mhm. Das ist ja das Besondere am Fermentieren, dass man alles irgendwie nutzen kann. Ja, genau. Meistens. Meistens. Also auch die Basilikumblüten, oft werden die, kommen die weg. Mhm. Oder die Stängel, da ist oft zu viel Geschmack drin. Und gerade für so Sachen, die wo zerstampft werden, sind die sehr gut. Dann geben wir gleich noch das Salz dazu. Genau, und einfach zerstampfen. Dann wird es so ein richtiger Brei. Aber es riecht schon sehr gut. Ja. Tomaten, Knoblauch. Wir haben hier ausgewogen, die Tomatensorten ausgewählt. Die eine ein bisschen süßer, die andere ein bisschen saurer. Ja. So, reicht das? Genau, perfekt. Und dann füllen wir das einfach in das Glas. Sodass der Stein noch Platz hat oben. Ich habe hier einen Löffel. Passt, genau. Letztendlich kommt das Gewicht jetzt drauf. Und dann ist wichtig, den Rand noch sauber machen. Es muss nicht ein Nährboden für irgendwelche Keime sein. Und wenn das einfach sauber ist, genau, und das jetzt wieder leicht verschließen. Sehr schön. Und wie gesagt, das, da muss man länger drauf warten. Die anderen, innerhalb von 2 Wochen kann man die probieren. Ja. Da besser ein halbes Jahr warten. Wenn jemand nicht so lange wartet, öfter kleine Gläser machen. Ich habe das auch schon getrunken. Also wenn man das 1-2 Wochen versäuern lässt, kann man das sehr gut trinken. Es ist dann praktisch wie ein Tomatenessig. Ja, ne? Oder gar nicht ganz, dass es nur leichte Säure bekommt. Und dann schmeckt es auch schon sehr gut. Okay. Also, auch Tomaten lassen sich fermentieren. Hier habt ihr 2 Arten. Probiert es einfach mal aus. Seid kreativ, macht noch was anderes mit da rein. Stefan hat gesagt, sehr Kräuter, die sehr viele ätherische Öle haben, wie Thymian oder Lorbeer, Salbei. Dann schmeckt es vielleicht schon mal ein bisschen Hustenbonbon-mäßig, weil das... Ja, Rosmarin vielleicht nadelweise. Mhm. Ich mag nur Rosmarin gern, ich mache auch meistens zu viel rein, muss man auch sagen, ich mache immer so einen Zweig rein und dann nach einem halben Jahr schmeckt es wie Hustenbonbon. Mhm. Ja, vielen Dank Stefan für dieses Rezept. Wir haben jetzt schon ein paar zusammen und vielleicht schreibt ihr mal eure Lieblingsrezepte, fermentierte Lieblingsrezepte in die Kommentare vielleicht. Du wirst nichts Neues lernen, aber ich glaube, ich werde eine Menge lernen. Man lernt immer von jedem und es bleibt immer spannend. Das ist eine gute Einstellung. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, hat euch das Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben. Besucht den Stefan auf seiner Instagram-Seite. Blende ich gerade ein. Homepage kommt noch, Website. Und da stehen auch immer aktuelle Projekte und seine, ich hätte fast Tourdaten gesagt. Kurse und Workshops. Kurse, weil du bist eigentlich Musiker, ne? Ja, so bin ich Musiker und jetzt halt sehr viel Fermentation und Kochkurse. Und falls ihr die Möglichkeit habt, unbedingt besuchen, denn da geht es noch richtig ins Eingemachte. So. Ja. Ja, und abonniert diesen Kanal und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ciao. Und wir essen jetzt diese Tomate hier. Genau.